Okay, ich möchte jetzt zeigen, wie ich in Anki einen neuen Stapel erstellen kann und nicht nur, wie man generell so einen Stapel erstellt und einfach Karten anlegt, sondern auch, wie man eine Besonderheit in Anki nutzen kann, um eine große Anzahl an ähnlichen Karten recht schnell zu erstellen. So, das Thema soll sein für meinen Sohn das Lernen der Monate und der Jahreszeiten. Und deshalb erstelle ich einen neuen Stapel. Und der ist jetzt natürlich am Anfang leer. Wenn ich ihn hier jetzt anklicke, heißt es ja, ich bin fertig für heute, weil es war ja nichts zu lernen. So, damit ich eine neue Karte erstellen kann, muss ich hier auf Hinzufügen klicken und das erscheint dann ein einfaches Fenster. Wichtig ist, man sollte hier unter Notiztypen gucken. Wir nehmen jetzt erstmal hier eine einfache Variante. Und da gibt es zwei Felder zum Eintragen, Front und Back, also Vorderseite und Rückseite. Ich habe mir jetzt schon überlegt, welche Arten von Karten ich erstellen will. Und zwar soll es folgende sein. Nämlich es soll zu den Jahreszeiten jeweils angegeben, welche Monate dazu gehören. Das ist also die Abfrage, zum Beispiel Frühling, das wäre dann März, April und Mai und so weiter. Dann haben wir, der Monat gehört zu welcher Jahreszeit und dann Vorgänger und Nachfolger jeweils eines Monats. Da gehören dann immer so Paare, zum Beispiel Januar und Februar, zusammen. Also der Nachfolger vom Januar ist der Februar und umgekehrt, der Februar ist der Nachfolger vom Januar. Und dann das gleiche nochmal für die Jahreszeiten. Das werde ich aber jetzt hier in dem Beispiel nicht zeigen. So, hier haben wir ja vier Karten, die wir hier erstellen müssen und das machen wir dann auf eine ganz einfache Art und Weise. Nämlich zum Frühling gehören die Monate. So, und das war März, April und Mai. Und dann wird das hier hinzugefügt. Dann habe ich schon das erste. So, jetzt gucken wir gerade uns nochmal an. Diese eine Karte, die wir schon erstellt haben. Ich hole mir das Fenster nach vorne. Dazu gibt es hier dieses Durchsuchen. Und hier an der Seite gibt es verschiedene Möglichkeiten zu sortieren und auszusuchen. Unter anderem auch nach dem Kartenstapel. Und das ist hier zu finden. So, und da sieht man, da habe ich also die erste Karte angestellt. Jetzt möchte ich ja den Text hier eigentlich immer wieder verwenden, deshalb kopiere ich den nochmal, Steuerung C und gehe wieder auf das Hinzufügen-Fenster und mache das gleiche, was ich hier für Frühling gemacht habe, schon für Sommer. So, hier oben ist jetzt das Feld rot. Warum? Weil ich das gleiche schon mal hatte. Das wird mir quasi gezeigt, dass ich das natürlich ändern muss. Und sobald ich was anderes eingetragen habe, ist ja auch richtig. So, und jetzt kommt hier also Juni, Juli und August. So, ich mache das jetzt mal und schalte mal oder halt mal kurz an und füge noch für Herbst und Winter die Monate dann dazu. So, das ist jetzt die letzte Karte und wir gucken uns das nochmal an. Da habe ich jetzt also die vier Karten. Übrigens hier dieser Browser, das war ja hier über Durchsuchen geöffnet worden, dieses Fenster. Kann ich also auch Sachen verändern. Für den Fall, dass ich mich vertippt habe, gucke ich hier einfach nach der entsprechenden Karte und kann dann eben korrigieren. So, das war der erste Typ an Aufgaben. Jetzt möchte ich den nächsten Typ Aufgaben angehen. Das ist also hier zum Beispiel die Frage, zu welcher Jahreszeit gehört der Januar? Jetzt ist es so, hier hatte ich viermal vier Karten. Das Kopieren, das ging noch relativ einfach. Jetzt habe ich aber das Ganze zwölfmal. Und bei anderen Kartenstapeln hat man vielleicht das gleiche, also wirklich den gleichen Kartentyp mit dem gleichen Text rundherum.
Man muss nur eine Kleinigkeit ändern. Also hier habe ich immer, zu welcher Jahreszeit gehört der Monat und dann die entsprechende Antwort. Und das möchte ich mir ein bisschen vereinfachen. Dazu gibt es nämlich sogenannte Notiztypen. Ich hatte da ja schon eben. So, wir gucken uns gerade noch mal an, was jetzt hier alles vorgegeben ist. Jetzt habe ich hier verschiedene Sachen oder verschiedene Notiztypen, die einfach heißen. Einfache Karten nehme ich jetzt mal. Und diese einfachen Karten haben hier ein Felder Front und Back. Ich würde sie gerne umbenennen, dass ich sage, in das eine Feld trage ich den Monat ein und das andere die Jahreszeit. Da ich diesen Kartentyp schon verwendet habe, vermutlich für irgendwelche anderen Kartenstapel, muss ich mir aus diesem einen neuen erstellen. Dazu gehe ich hier auf Verwalten. Und da sieht man zum Beispiel, dass ich hier für spezielle Stapel schon was hatte. Und ich nehme, wo haben wir denn einfache Karten? Hier. Und füge einen neuen Stapel hinzu. Und zwar nehme ich einen Klon, also eine Kopie von einfache Karten. So, Kopie von einfache Karten, das ist Monat in Richtung Jahreszeit. Man sollte also den konkreten Namen geben, damit man da nicht durcheinander gerät. So, jetzt habe ich da, wo ist es, dieses hier. Und das werden wir dann also gleich nehmen. Hier haben wir. Das wählen wir aus. So, jetzt habe ich immer noch die Felder Front und Back. Die möchte ich löschen. Ich füge erstmal die neuen hinzu. Monat und hinzufügen Jahreszeit. Und lösche Front und Back. Und wichtig ist hier, dass Feld aus null Notizen entfernt wird. Wenn ich die entsprechende Notizvorlage schon verwendet hätte, könnte es sein, dass ich dann andere Karten unbrauchbar mache. So, und jetzt habe ich Monat und Jahreszeit als Felder hier. So, jetzt muss ich mich noch darum kümmern, dass wenn ich hier Januar eingebe und da Januar gehört ja zum Winter, dass dann auch der entsprechende Text rundherum erscheint und das mache ich hier über die Einpassung des Layouts. Ja, jetzt habe ich vorhin schon ein bisschen ausprobiert und deshalb ist der Text noch hier drin. Also hier schreibe ich jetzt den Text rein, der immer vorne dran stehen soll. Und dann füge ich als Feld hinzu den Monat. So, und da ich ja schon was eingetragen habe, wird das hier direkt übernommen. Man sieht hier ziemlich viele Formatierungen, dieses Div-Style und so weiter, das sind alles Formatierungsarten. Die kann ich auch löschen, wenn sie mich stören. Es macht nichts aus und ich füge das hier direkt hinten an. Wobei, ob es hier hinten dran erscheint oder nicht, das hängt vor allem davon ab, wie breit das Feld ist. Also wenn ich mehr Platz lasse, dann ist es auch hinten dran. So, das ist die Vorlage für die Vorderseite. Das heißt, ich muss immer nur den entsprechenden Monat eingeben. Und auf der Rückseite, da habe ich zum einen die Frontzeit, also das ist alles, was hier oben steht, wird hier eingefügt. Und dann kommt noch unten drunter das entsprechende Feld. Jetzt kann ich entweder über Feld hinzufügen oder ich mache einfach eine doppelte geschweifte Klammer und trage den Text ein Jahreszeit. So. Und sobald ich den Namen voll ausgeschrieben habe, erscheint das auch. So, und dann ist mein Kartentyp vorgegeben. Ich kann auf Hinzufügen gehen. Wir schauen mal kurz nach, ob die Karte auch wirklich so erzeugt wurde, wie ich sie wollte. Eine Karte ist dazugekommen. So, Sortierfeld, Winter. Jetzt habe ich, mal gucken, weil das, was hier steht, das sind die zwei Felder, die ich eingetippt habe. Aber hier oben steht jetzt der komplette Text auf der Vorderseite, nämlich zu welcher Jahreszeit gehört der Monat Januar? Und Antwort zum Winter eben.
Ich könnte auch vorne dran das zum Beispiel schreiben, dass der mal steht zum Winter. So, das Schöne ist jetzt, ich muss also wirklich immer nur hinschreiben, Februar. Ups, Februar. Februar gehört auch noch zum Winter. Fertig. Und März gehört zum Frühling. Fertig. Und es wird immer die komplette Karte daraus erzeugt, also immer mit dem Text vorne dran, wie man hier direkt sieht. So, das mache ich jetzt mal fertig für diese restlichen Typ von Aufgaben. Das ist ja immer nur eintippen, Monat und Jahres. So, und da bin ich schon beim letzten. Es ist natürlich so, um es nochmal klar zu sagen, ich könnte natürlich immer diesen ganzen Text auch kopieren und einfach Front und Back, also diese alte Vorlage verwenden, aber man hat so einfach weniger Umstand. Man muss sich wirklich nur um das Wichtige kümmern. So, jetzt gucken wir mal kurz, kontrollieren, ob das alles ist. So, und dann haben wir hier unsere neuen Karten. So, das war der zweite Typ an Aufgaben. Jetzt Vorgänger und Nachfolger. Und auch hier möchte ich wieder einen Kartentyp verwenden, bei dem ich also aus den zwei Informationen, die ich angebe, also zum Beispiel den Zusammenhang Januar, Februar, möchte ich das so machen, dass mir automatisch die Karte erzeugt wird und auch die Gegenkarte. Also der Nachfolger vom Januar ist der Februar und umgekehrt der Vorgänger vom Februar ist der Januar. Das wird nur mit einer Eingabe dann erzeugt. Also gehen wir wieder hier hin. So, dazu brauche ich aber einen neuen Kartentyp und muss dann wieder auf Verwalten gehen und einen neuen hinzufügen. Jetzt mache ich nämlich hier oben mal hinzufügen zwei Richtungen. Das ist das, was ich ja wollte, dass es also in beide Richtungen gelernt wird. Und gehe auf OK und gebe dem Ganzen einen Namen. Vor Monate, Vorgänger, Nachfolger. So, schließen. Und dann haben wir hier die entsprechende Karte. So, jetzt gucken wir uns mal kurz das Kartenset an. Wichtig ist, Kartentyp, hier habe ich jetzt zwei Karten. Vorderseite, Rückseite. Rückseite, Vorderseite. Das werde ich noch ändern, denn ich werde auch die Felder wieder ändern. Und dazu füge ich zwei Felder ein. Nehmen wir mal vor Monat und Folgemonat. Es ist so, ich könnte das so auch löschen, aber dann gibt es immer eine Fehlermeldung, wenn kein Feld mehr vorhanden ist. Also mache ich so rum. So, damit habe ich jetzt meine zwei Felder vorbereitet. Jetzt muss ich noch die Karten erstellen. So, ich hatte ja die Felder Vormonat und Vormonat und Folgemonat, ja, einmal groß, einmal klein mittendrin geschrieben. So, fangen wir an. Machen wir mal, die Frage ist also, welcher Monat folgt auf? Und das ist jetzt sozusagen der Vormonat. Das ist also der erste, den ich angebe, hier. Und die Antwort, denkt daran, ich kann natürlich auch hier Feld hinzufügen nehmen, aber dann kommen mir diese ganzen Formatierungsbefehle, die ich nicht möchte, verwenden möchte. Und das Feld heißt ja Folgemonat. Also Folge Monat. So. Auf welchen Monat folgt, oder welcher Monat folgt auf zum Beispiel Januar? Das ist dann die Antwort Februar. Jetzt geht es umgekehrt. Welcher Monat ist vor dem? Jetzt kommt also der Folgemonat da rein. Das war groß geschrieben.
Ja, man sieht, wenn ich mich verschrieben hat, dann hat er das nicht richtig erkannt. Und sobald er das erkannt hat, schreibt er hier in Klammern den Platzhalter. So, und die Antwort ist ja der Vormonat. Jetzt könnte ich hier noch ein Fragezeichen ergänzen. Hier auch noch. So, stimmt das soweit? Vormonat. Okay. Ja, jetzt habe ich also die zwei Kartentypen vorbereitet. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Paar Januar, ups, das war vertippt, Januar und Februar angebe. Februar. Dann müssten also zwei Karten erzeugt werden. Und zwar eben einmal in die eine und einmal in die andere Richtung. So, wir kontrollieren gleich mal. So, was haben wir denn? Ah, das ist hier. Da, das sind die, die sind jetzt mittendrin angezeigt worden. Also Vormonat Januar und Februar. Und da heißt es dann hier, das sind die zwei Karten. Welcher Monat ist vor dem Februar? Das ist der Januar. Und welcher Monat folgt auf Januar? Das ist der Februar. Also, das heißt, wenn ich jetzt weitergehe, muss ich immer nur die zwei Monate angeben. Der Vormonat, das wäre dann als nächstes sozusagen der Februar. Und danach kommt der März. Zack, zwei Karten dazu. Und dann März und April. So, das geht jetzt ganz schnell. Ich muss wirklich nur die entsprechenden Fakten, die Paare, die da zusammengehören, eingeben. Und schon habe ich die Karten, also die zwei Karten, ganz schnell erstellt. Das wäre also wesentlich umständlicher, wenn ich die Karten einzeln erstellen müsste mit Kopieren und dann auch noch wieder umkopieren, dass ich jeweils die passenden Umkehrkarten dazu habe. So, ich habe natürlich noch ein letztes Paar, aber da kann man das entweder genauso machen. Da es aber nicht so viele Karten sind, könnte man eventuell na, quasi hier einfach wieder kopieren, wie ich das hier vorne gemacht habe. So, und damit sollte klar sein, wie ich also in Anki ganz schnell und bequem viele Karten erstellen kann.